Und damit ein herzliches Willkommen zur Star Wars Battlefront 2 Beta. Yo, die Beta hat heute für alle Leute gestartet. Oder ist heute für alle Leute gestartet. Die Beta war ja für die Vorbesteller vorab zugänglich. Ein paar Tage, ich weiß nicht, ein, zwei so in dem Dreh. Und jetzt können sie eben alle spielen. Ab heute, dem Freitag, den 6. Oktober. Super Sache auf jeden Fall. Ich schaue mir die auf jeden Fall mal an. Ich habe jetzt gerade einen kleinen Assault-Modus oder, nee, nicht Assault, Arcade-Modus, genau, das wäre dann der Arcade-Modus hier. Den habe ich mal kurz zum Einspielen, Grafik-Settings und so geguckt. Und ja, wir gucken uns mal kurz das Menü ein bisschen an. Ich bin selber jetzt gerade ganz, ganz frisch eingestiegen, gerade runtergeladen. Und ja, wir gucken uns das Menü an. Wir haben hier oben unseren Home-Button. Es ist ein bisschen wie eine Website aufgebaut, aber das kennt man ja ganz gut. Hier oben haben wir ja wahrscheinlich wieder Team, wie wir es aus dem Battlefront 1er kannten. Ansonsten Play, hier können wir die Modi zocken, Multiplayer, Kampagne und Arcade-Modus. Das sind die drei großen Überbegriffe. Dann Collection haben wir, hier Collection, müssen wir mal gucken. Da sammeln wir wahrscheinlich ganz viel Zeug und können dann unsere Leute ausrüsten. Das sehe ich so, okay. Ah ja, hier können wir dann die Waffen zum Beispiel ändern. Ein DC-15 haben wir hier bei unserem Klon Heavy zum Beispiel. Könnten wir craften? Könnten wir... Nee, können wir noch nicht. Okay, aber es ist interessant. Okay, und dann können wir dem noch Special Pickups geben und so weiter und so fort. Dann den hier, Darth Maul. Okay, verstehe. Gut, was haben wir denn noch? Career, das wären dann unsere Levels wahrscheinlich. Ja, Rank 1, hier haben wir es. Okay, hier können wir dann aufleveln sozusagen. Optionen haben wir schon mal drin. Wir haben hier bei Video, können wir uns mal angucken. Ich habe jetzt hier alles mal auf Ultra gestellt. Kann sein, dass ich noch was übersehen habe, aber gut. Und hier können wir noch vorbestellen. Super Sache. Gut, ich würde reden auch so eine Sache. Ich würde sagen, wir starten jetzt mal hier im Multiplayer-Match rein. Und wir gucken uns den Galactic Assault-Modus auf jeden Fall als erstes an. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich. Und da sind wir wieder im Menü hier von dem WIM-Server gefunden. Und wir haben einen Klon. Ja, wir sind auf der Seite der Galaktischen Republik und wir spielen einen Klonkrieger der Phase 2 Klasse. Ja, ich kenne mich da auch ein bisschen aus. Wir haben jetzt hier, was steht in der Officer haben wir. Wir haben, oh, der ist halt auch cool, ne? Der hat ein Makrobinokular sogar dran. Das ist halt echt cool. Aber ich würde sagen, wir spielen hier ein bisschen erstmal kurz den normalen. Mit seinem DC-15A. Mit seinem guten Start as. Okay, ich glaube, es lädt jetzt. Ah, hier, okay. Starting as assault in 30 Sekunden. Na, die Zeit warten wir nochmal kurz. Ansonsten, was haben wir denn hier so ausgewählt? Wir könnten hier. Okay, hier haben wir nicht so genug, noch nicht genug Points. Verstehe. Ah ja, gut. Das wäre auch cool. Eine AT-RT. Okay. Ja, wir spielen das mal mit dem. 10 Sekunden. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ja, kann ich mal kurz ein bisschen sagen. Ich habe den ersten Teil gespielt. Und ich muss sagen, ich war vom ersten nicht so ganz beeindruckt. Also, ich weiß nicht. Es war ein bisschen komisch. Boah, das sieht ja echt... Das sieht geil aus. Kanonenboot, Lead Eye. Okay, auf geht's. Okay, Naboo. Gehen wir hier lang. Hier, ist das ein Gegner? I don't know. Guys. Boah, ich würde so oft drauf gehen, ohne Scheiß. Wir haben Granaten, wir haben... Okay, verstehe. Ja, da muss man sich erst immer noch ein bisschen reinfinden. Aber das Grundprinzip ist ja eigentlich recht klar. Gleich zum Vorgänger. Boah, die Großen. Sieht schon geil aus. Obwohl das Ganze hier nicht so viel Sinn macht, aber... Gut auf Naboo. Ich weiß nicht, ob es da mal so eine Schlacht gab. Boah. Oh, man muss sich so reinfinden. Das ist so doof. Na... Ja, da war man ein bisschen abgelenkt von dem ganzen Zeug. Wir spielen noch ein bisschen mehr weiter als der hier. Ah, super ein Squad. Das ist schon mal geil.
Ah, gehen wir dem Kerl mal hinterher. Können auch ein bisschen in der Außenperspektive spielen. Schauen wir mal an. Hä, wo? Ah! Krass. Geier Druide. Fett. Okay, den habe ich aber auch noch nicht. Das ist so eine Sache. Mann, wir müssen doch auch mal. Ups, wir müssen doch mal einen Kill machen. Oh, geil. Jetzt sind wir im Vierer-Squad. Das ist schon mal geil mit einem Heavy dabei. Okay. Schauen wir mal. Ja, wir müssen auf unsere Überladung aufpassen. Fuck, da oben. Ah, okay. Huh. Ganz schöne Anstrengung. Aber ich muss sagen, man muss echt reinkommen erstmal. Und dann ist irgendwas. Verdammt. Oh ne, der war da vorne sogar. Sniper, aber den haben sie. Das ist genau das wie ein Battlefield. Oh, wir haben irgendwas bekommen. Okay. Okay, wir gucken mal, wir spielen mal eine andere Klasse. Wir nehmen mal den Heavy. Ich muss ja sagen, ich liebe das DC-15A. Das ist so eine geile Waffe. Ne, was ich sagen wollte, es gibt... es ist wie ein Battlefield schon wieder ein bisschen. Mit diesem... Oh, der ist da und dann killt er dich und dann ist er aber eh schon tot. Das ist immer das gleiche Prinzip. Ah ja, was haben wir denn hier? Ach komm, ey. Enemy has crossed waypoint alpha. Withdraw to secondary position. 92% Leben. Es ist ein bisschen schöner aufgeteilt als im ersten, muss man sagen, von der... Von den... Was soll ich sagen? Von dem Design her und dem Ganzen. Schon besser. Gemacht, finde ich persönlich. So. Gucken wir uns den Kollegen mal in der dritten Perspektive an. So. Was müssen wir denn hier machen? Pickup. Oh ja. Fuck, wir sind so langsam. Es ist weg, okay. Hat nicht so sehr viel gebracht. Kein Plan, ob da jemand war. Das höre ich doch schon wieder einschlagen. Da hinten sind sie doch. Ja, das ist schon immer so eine Sache. Wow! Boah, wie viele da wieder waren. Nein! Ah, er hat ihn, okay. Krass. Oh, wie er wegfliegt. Ha, geil. So, gucken wir uns nochmal den Heavy nochmal an. Bevor wir reinkommen. Oh ja, guck mal, was ich hier hab. Krass. Jetzt muss ich nur wissen, wie man das einsetzt. Guck mal, was wir auch haben. Ach, jetzt weiß ich. Ah, Rotationsblaster. Sehr geil. Das ist ja cool. Ja, macht Sinn beim Heavy, ne? Der hat sowas dabei halt einfach. Also sorry, falls ich irgendwelche, was weiß ich, was drücke und dass ich auch so Sinn irgendwas aktiviert. Ich hab's gerade selber gemerkt. Ja. Ich muss erst reinkommen. Keine Ahnung, ob da hinten einer ist. Nö. Er war wieder hinter mir, wo auch sonst. Immer. Immer, 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 immer. Ach, Leute. Frage ist, wie lang gehen denn diese Runden? Haben wir Tickets irgendwie? Ach nee, das ist mehr. Ist das wie so ein Rush-Modus? Nee, das sind die Tickets, glaube ich. Die Tickets. Wenn das Tickets sind, ich weiß es echt nicht genau. Ach nee, guck mal. Ach Gott. Hä, was habe ich denn jetzt aktiviert gehabt? Ich weiß nicht so ganz, was das war. Irgendwie. Ach doch. Guck
guck mal, wir haben sogar einen Kill Assist, glaube ich, gekriegt. Okay, wir gucken uns nochmal den Officer an. Ah ja, okay. Ich habe halt noch nichts freigeschalten, das ist halt schon räudig. Aber gut. Ein DC-17, starten wir mal. So. Aber an sich finde ich, es macht einen relativ geilen Eindruck. Allein, dass man schon Klone spielen kann, das ist ja echt am geilsten. Oh shit, jetzt weiß ich, um was es geht. Ja, toll. Lass mal gucken. We fight, we win. Auto Guns online. Ah, okay, ich weiß, was ich damit machen kann. Guck mal, ob er das ausrichten kann. Nö, wahrscheinlich echt nicht. Okay, da können wir echt nichts machen, da hier. Vor allem nicht mit dem Co-Officer, weil der kann echt nichts. Krass, ey. Truppentransporter. Das ist also das, was wir zerstören müssen, wahrscheinlich. Also, man muss sich echt... Oh Mann, ich habe mir gerade noch gesehen. Puh, aber irgendwie diese Shotgun gehabt. Ich bin auch echt nicht der Shooter-Pro, muss man echt sagen. Es ist einfach so. Dann gucken wir uns nochmal den Kollegen an. Den Specialist. Das sollte der Scharfschütze sein. Okay, ich glaube, es sind echt die Tickets und dann irgendwas passiert. Ich habe den Modus echt nicht so ganz im... Kopf. Ah ja, okay, okay. Perfekt. Gesichert. Kollegen. Boah. Alter. Scharfschütze, ne? Es ist echt schwer, teilweise. Oh, wir haben einen Helden. Ray. Also die Zeit an sich passt halt überhaupt nicht, ne? Ich weiß nicht so ganz. Grenade, okay. Okay, hier kann man eine Mine hinlegen. Ah, da können wir nochmal eine Waffe benutzen. Ach Gott. Ja, er hat sowieso ein Schutzschild, oder? Ja, er hat eh das schon. Aber es war der andere, glaube ich. Das war der Superkampfdroide. Irgendwas passiert da. Ich will angucken. Ich will angucken, ich will angucken. Check nochmal den Heavy ab. Oh, Han Solo. Perfekt. Sehr geil. Auf geht's. So, rücken wir mal hier vor. Auf geht's. Ich höre die doch. Verdammt. Ach, Mann. Boah, ja gut, waren relativ viele hier drin. Auf einmal. Ein Helden spielen würde ich auch gern mal. Ich hab noch nicht. Es startet ein bisschen langsam, finde ich, immer die Runde. Bis die erstmal hier im Squad drin sind. Aber gut. Muss man echt mal gucken. Wohin schießt denn der Kerl? Schutzschild. Ja, da ist man halt echt relativ langsam damit, ne? Das
ist halt das Problem von dem Teil. Aber man kann es echt gut einsetzen, auf jeden Fall. So, wahrscheinlich sind es jetzt noch 8 Tickets. Die Frage ist, wo sind denn immer, wenn man krasse Waffen hat? Dass die Minigun. Ja, wir haben gewonnen sogar. Hey, cool. Oh ja. Sehr geil. Richtig gut. Also ich muss sagen, es bockt wirklich mehr als beim ersten Teil, muss man echt sagen. Also diese, ich weiß nicht, die Karten oder die. Es war halt wirklich beim ersten Teil wirklich nur auf Imperium gegen Rebellen beschränkt. Und es war, weiß ich nicht, man hat viel mehr und es ist irgendwie alles ein bisschen dynamischer, wirkt es ein bisschen zumindest. Also, weiß ich nicht. Das ist meine Einschätzung bis jetzt. Immer sind es immer fast Level 2. Ja, gut, 3 Kills, 6 Assists. Kann man sich drüber streiten, aber im Großen und Ganzen. Challenges kann man auch abschließen, das ist echt super. Und ja, ich würde sagen, wir machen in der nächsten Folge mal was anderes. Entweder wir spielen nochmal den Modus weiter oder wir machen mal einen Starfighter Assault Modus, wenn es den gibt, ich bin mir damit ganz sicher. Auf jeden Fall wünsche ich euch noch einen schönen Tag und einen schönen Abend. Spielt die Beta, wenn ihr sie spielt, könnt ihr mal reinschreiben. Und ja, wir sehen uns, bis dann und ciao.